I shall be quiet as a calm sea, which is. Die Bänke sind übersät mit Hühnerknochen, zerbrochenen Flaschen und fettigen Papierstückchen. Mhm. Und ja, hier proben sie gerade für Theater. Mal gucken, was Lumdala zu sagen hat. I'm here. Certainly. Der Blick der statuenhaften Frau könnte Stein zerschneiden. Sie wendet ihre scharfen Wangenknochen gen Himmel und bedenkt dich mit einem kurzen Blick. Ihre Augen glänzen unter silbrigen Lidschatten und einem Rasiermesser scharfen Kajalstrich. Bevor du sprechen kannst, wirft sie ihre Hände dramatisch in die Good Luft. Day to you. Autogrammwünsche bitte nach der Vorstellung. Große Kunst erfordert große Konzentration und vom Sternenfest wird die größte aller Künste erwartet. Was ist das Sternenfest? Wir sind die beste Theatergruppe der Stadt. Wir glauben, dass die beste Kunst lebensecht ist und man völlig darin eintaucht. Sie blickt das Amphitheater mit verzückten Augen an. Wir halten unsere Aufführungen hier im Kupferweg ab, zur Erbauung aller. Für einen Bewunderer kann ich wohl einen Augenblick entbehren. Was tust du? Das hängt davon ab, was die Rolle verlangt. Sie legt ihre schlanke Hand auf die Brust. Mal bin ich die bleiche Ritterin, mal die Witwe des Waldes, mal die Kriegerkönigin Mokka. Jeden Tag ein anderes Leben leben zu können, ist wahrlich einzigartig. Mhm. Sie spielt Berat. Okay. Also die bleiche Ritterin ist Berat. Nimmt das Sternfest viele neue Mitglieder auf? Aber natürlich, gutes Drama ist Balsam für die Seele und wir möchten möglichst viele Zuschauer ein echtes Theatererlebnis bieten. Wie lange behaltet ihr eure Mitglieder? Solange sie die Anforderungen der Rolle erfüllen können. Sie glättet eine widerspenstige Haarsträhne. Wahre Schauspielkunst kann sehr anstrengend sein, weshalb einige länger durchhalten als andere. Was für Mitglieder nehmt ihr auf? Wir nehmen neue und alte, große und kleine, erfahrene und unerfahrene Mitglieder auf. Wer auch immer am geeignetsten ist, eine Rolle voll auszufüllen. Ich möchte etwas anderes fragen. Also gut, wenn du zufällig irgendwelche aufstrebenden Schauspieler kennst, schick sie zu mir. Ihre Lippen verziehen sich zu einem hungrigen Lächeln. Wir haben immer Platz für Anhänger. Leb wohl. Yes. Ist übrigens jetzt Tag geworden. Justitia. Die Schmelztiegel sind aber nicht immer Soldaten gewesen. Früher nämlich waren wir Schmiede. Du warst so lieblich damals. Ach, das ist Dalton. Über den haben vorhin zwei Gemeine geredet. Dieser ältere Mann schreitet hin und her mit kurzem, holprigen Schritt. Der Blick in seinen Augen ist abwesend. Darunter liegen die dunklen Riegen vieler schlafloser Nächte. Er scheint sich mit jemandem zu unterhalten, der nicht anwesend ist. Und wie du gekämpft hast, zwei Feinde gleichzeitig niedergesteckt. Welche Sieg wir geteilt haben, du und ich. Mit wem redest du? Der Mann blickt zu dir auf, erschrocken, hoch oben bei der Flamme. Einen Augenblick lang dachte ich, ich hätte sie gehört. Er legt eine Hand auf seine Brust und ringt nach Luft. Was betrübt dich? Nur die Erinnerung an meine Jugend bei den Waldläufern der Nordwache, längst vergangene Prüfungen und Abenteuer. Er schüttelt seinen Kopf. Die Erinnerungen an verlorene Schlachten und gefallene Freunde sind in letzter Zeit besonders lebhaft. Erzähl mir von diesen Erinnerungen. Es ist fast 60 Jahre her. Damals waren wir im ganzen Dürrwald bekannt. Wir dachten, wir würden ewig zusammen Abenteuer erleben, Kupfer sammeln und Balane inspirieren. Die Falten um seine Augen werden tiefer, bis wir auf Hellig von Tain trafen. Er war ein Zauberer, dessen nokromantische Experimente eine Spur von Leichen vom Trosttal bis zum Mittelwald hinterließen, einige davon wiederbelebt. Wir verfolgten ihn, als er in die Valianischen Republiken fliehen wollte. Kurz vor dem See der versenkten Gräber stellten wir ihn. Wir waren Narren, so erfahren wir auch Wahlen. Auf seine dunkle Magie waren wir nicht vorbereitet. Wir waren über Überzahl, aber gegen seine Macht konnten wir nichts ausrichten. Ein weißerer Mann hätte den Rückzug befohlen, aber ich nicht. Durch irgendeinen Fluch der Götter verlor ich das Bewusstsein und als ich wieder erwachte, waren meine Waldläufer, meine Rowena, sie waren alle tot. Er hält leere Luft in seinen Armen. Wer ist diese Rowena? Meine Freundin, meine Waffenschwester, meine Liebe. Wir wollten gemeinsam Abenteuer erleben, bis wir alt genug wären, um uns niederzulassen
und unseren Reichtum zu genießen. Jung wie wir waren, dachten wir, nichts könnte uns je auseinanderreißen. Du, erblick dich näher an. In meinen jüngeren Jahren bin ich anderen Mitgliedern deines Ordens begegnet. Sie trotzen gefährlichen Terrain, um den Hilflosen zu helfen. Oh, er spricht auf meinen Paladin-Orden an. Ich weiß, es klingt wie der Wahnsinn eines alten Mannes, aber ich höre sie. Eine Stimme gleich hinter meiner Schulter, die in meinen Träumen nach mir ruft. Nachts sehe ich sie durch die Katakomben unter der Stadt irren und einen Weg hinaussuchen. So töricht es auch klingen mag, ich werde den Gedanken nicht los, dass sie irgendwie da unten ist und auf mich wartet. Ich habe mich sogar hinuntergewagt, aber es hätte mich fast mein Leben gekostet, er zögert. Wäre ich nur noch der halbe Krieger meiner Jugend, ich würde jedes Grab und Rattenloch durchsuchen, aber ich habe nichts als diesen schwachen Körper und die quälende Ahnung, dass meine Liebe irgendwie da unten ist und ich hier nicht helfen kann. Ich suche in den Katakomben nach Spuren von Rowena. Tränen springen dem alten Mann aus den Augen. Es gibt einen Eingang ein Stück südwestlich von hier auf der anderen Seite des Kanals. Er schläft und wischt sich die Augen. Du bist wahrlich ein Geschenk der Götter, wenn du irgendetwas von dir findest. Ja, der Kanaleingang wäre hier. Aber wie gesagt, da will ich noch nicht rein. Hey, Geizkragen. Aber wenn wir schon hier sind, gucken wir uns mal kurz hier um. Ich war nämlich der Meinung, hier wäre noch was. Also ja, nach Farnheim wollen wir erstmal noch nicht. Ah ja, Gordy. Psst, hier drüben. Okay, aber erstmal kurz die Quest. Die Stimme der Vergangenheit. Ich bin heute in Kupferweg dem pensionierten Abenteurer Dalbum begegnet. Er hört in letzter Zeit immer wieder die Stimme von Rowena, seiner Geliebten und Kameradin, die vor fast 60 Jahren an seiner Seite gestorben ist. In seinen Träumen wandelt sie durch die Katakomben unter der Stadt. Er hat mich gebeten, hinabzusteigen und nach ihr zu suchen. Dalton hat mir von einem Eingang zu den Katakomben berichtet, die in der südwestlichen Ecke von Kupferweg liegt. Ich muss ihn finden, wenn ich nach Rowena suchen will. Ein kleiner Junge beobachtete die Passanten und zählt dabei ein paar schmierige Münzen. Sein Gesicht und seine Arme sind voller Schmutz, doch von den Grasflecken abgesehen sind seine Kleider im guten Zustand. Als du nicht näherst, blinzelt er, versucht seine Münzen schnell und unauffällig einzustecken. Hey, du, soll ich dir ein Geheimnis verraten? Er wischt sich die Nase am Ärmel ab. Ich kenne ein echt gutes Geheimnis. Vorsicht, ich habe schon den ganzen Kontinent bereist und niemand verhandelt so knallhart wie meine Siebenjährige. Wirklich, was denn? Klar, ein kleiner Junge mit Quietschestimme weiß sicher unglaubliche Dinge über diese Stadt. Verschwinde, interessiert mich ohnehin nicht. Ich habe keine Zeit für so etwas. Wirklich, was denn? Er zuckt die Schultern, verschränkt die Arme hinter den Kopf und tritt gegen einen Kieselstein. Ich habe gesehen, wie jemand was versteckt hat, was richtig toll ist. Ich könnte dir zeigen, wo, aber Mama und Papa sagen, ich darf nicht mit Fremden sprechen. Er blickt langsam zu mir hinauf. Aber vielleicht kannst du mir bei etwas helfen. Dann sind wir einander nicht mehr fremd. Wobei soll ich dir helfen? Gordys Stimme überschlägt sich fast. Die Schmelzziegelritter haben durchaus Markstahl, das ist der beste Stahl überhaupt. Außer Durgan-Stahl, aber der zählt nicht, weil ihn fast keiner mehr herstellt. Er hält lange genug inne, um Luft zu holen. Jedenfalls gibt es drüben bei der Expeditionshalle einen Händler, der hat einen durchaus echten Markstahl. Seine Augen werden groß und rund. Er hat gesagt, er verkauft ihn mir nicht, weil ich noch ein Kind bin und Kinder nichts über Dolche wissen. Aber das stimmt nicht, ich weiß ganz viel über Dolche. Ich kenne die verschiedenen Stahlarten und ich weiß, wie die Schmelztiegelritter sie in der Esse schmieden. Ich weiß, dass die Spitze einfache Schuppenpanzer durchbohren kann. Dass ein guter scharfer Dolch Knochen durchsägen kann. Weißt du, ich kenne mich gut mit Dolchen aus und diesen Dolch will ich richtig, richtig gerne haben. Und wenn du ihn mir einfach nur beschaffst, dann verspreche ich, ich frage nie wieder irgendjemanden noch irgendwas. Markstahl, der Busch hat einen guten Geschmack. Ich hatte als Kind nur diese kleine Haipika. Für Austern hauptsächlich. Trotzdem habe ich mir einmal die Hand durchbohrt. Klingt gerecht, ich beschaffe ihn für dich. Du bist zu jung, um mit Messern zu spielen. Das haben dir deine Eltern sicher gesagt, sonst würdest du mich nicht fragen. Du bist viel zu jung für einen Dolch. Du stichst nur versehentlich ein Auge aus. Lügen, ich sag dir was. Du verrätst mir dein Geheimnis und dafür beschaffe ich dir einen Dolch von den Spelzziegelrittern. Gordy am Hemd packen und über den
und über deinen Kopf halten. Verrat mir lieber ein Geheimnis, bevor ich wütend werde. Ich habe keine Zeit für sowas. Nehmen wir die zwei. Wir sind ein verantwortungsvoller Paladin. Aber wenn ich ein echter Krieger werden will, muss ich früher anfangen zu üben, so wie die Helden in den Geschichten. Ich weiß einfach, dass ich in einem früheren Leben ein großer Krieger war. Meine Mama sagt sogar, dass ich eine alte Seele habe. Also gut, ich helfe dir. Gordy springt auf und ab und jubelt und schreit. Ich wusste doch, dass ein echter Abenteurer es versteht. Er zeigt auf ein großes Gebäude. Drüben bei Admets Lager gibt es einen großen Händler, der Waffen verkauft. Er hat den Dolch. Ich warte hier auf dich. Er grinst von Ohr zu Ohr mit klaffenden Zahnlücken. Ja. Das ist eine Aufgabe, etwas Geheimnis. Gordy, ein Junge aus Kupferweg, hat mir berichtet, er kenne einen Platz, an dem die Leute tolle Sachen verstecken. Er sagte, er würde mir zeigen, wenn ich ihm einen Markstahldolch beschaffe. Der Junge sagte, ein Waffenhändler in der Nähe der Expeditionshalle habe den Dolch. Ich weiß noch, dass das irgendwelche Konsequenzen hatte, wenn ich ihm den Dolch bringe. Ich glaube, er stirbt. Ist sogar passiert, dass er sich damit selber erstochen hat. Und ich war dann daran schuld. Schreiberin, Flüchtling. Okay, dann gehen wir mal in die Halle. Jemand hat tatsächlich etwas aus der Halle gestohlen. Wie haben sie das denn geschafft? Das weiß nur Vela allein. Da Grimda aber nach einem Schuldigen sucht, solltest du ihr besser ein paar Tage aus dem Weg gehen. Ja. All these pages serve no better use than fuel for the fire. All diese Seiten haben keinen besseren Zweck, als ein Feuer am Leben am Brennen zu halten. Okay, Durins, nein. Im Kolben der Halle der aufgedeckten Geheimnisse. Hail, Traveler. Die Frau blickt kaum von ihren Büchern auf den Tisch auf, als du ihn näherst. Du darfst dich gerne umsehen, aber bitte sprich leise. Wir sind hier schließlich in einem Tempel und Grimda duldet keine Unruhen. Das ist ein Tempel, sieht ja aus wie eine Bibliothek. Ihre Augen werden groß und rund, weil es eine Bibliothek ist. Vale ist der Gott der Geheimnisse und Antworten, der Verschlüsselung und Entschlüsselung, des Verbergens und der Offenbarung. Sie weist mit der Hand auf die Bücherregale. Er weist uns den Weg, indem er uns das Unbekannte verstehen lässt und verborgenes Wissen beschützt. Die Halle der aufgedeckten Geheimnisse wurde diesem Umstand zur Ehre gebaut. Wenn man sich vorstellt, dass es im Dürrwald einen solchen Ort gibt, unglaublich, ich würde zu gerne mal einen Blick in das Archiv werfen. Wie viele Geheimnisse in diesen Regalen schlummern müssen. Faszinierend. Nicht wahr? Tempel, die Vale geweiht, sind sie meist gewaltige Wissensspeicher. Wir nutzen dieses Wissen, um die Mysterien der Welt zu ergründen und zu bewahren. Suchst du noch etwas? Wer ist Grimda? In Vexas Stimme schwingt Ehrfurcht mit. Sie ist die Oberarchivarin. Sie ist eine der angesehensten Gelehrten unserer Zeit. Nichts geschieht hier ohne ihr Wissen, zumindest fast nichts. Sie kratzt sich hinter dem Ohr. Du solltest in ihrer Gegenwart heute vorsichtig sein. Erzähl mir etwas über den Tempel. Sie wirft ihre beiden Schultern zurück. Ich bin Schreiberin und treue Anhängerin Wales. Es ist meine Pflicht, unsere Unterlagen und Ressourcen zu bewachen. Ihre Brust schwitzt vor Stolz an. Dann leb wohl. Und ja, soweit ich weiß, klauen ist es nicht, solange ich die Sachen im Regal lasse und lesen würde. Diese Fächer sind voll mit Aufzeichnungen über ausgeliehene Bücher und zurückgegebene Bücher. Mhm. Erinnerungen einer Hebamme. Schreiber und Schreiberinnen. Weltpriester und Grimda. Such weiter. Der Verschleierte hinterlässt Hinweise für die, die suchen. Dieses gemalte Auge scheint sich zu bewegen, sobald du ihnen den Rücken zuwendest. Das muss Grimda sein.
Eine ältere Zwergin begutachtet die Stapel. Ihre Haut sieht so hart und furchig aus wie eine Walnuss. Trotz ihrer Statur gelingt es ihr, auf dich herabzublicken. Du darfst dich gerne umsehen, aber lass die Priester und Schreiber ihre Suche fortsetzen. Sie wirft eine der in Ruhm gehüllten Gestalten einen vernichtenden Blick zu. Man darf ihnen bloß keine Ausreden geben. Wonach suchen sie? Vielleicht kann ich es finden. Sie mustert dich und reibt sich das Kinn. Und ich könnte wohl darauf vertrauen, dass du sie wieder beschaffst. Sie wirft den Priestern erneut einen bösen Blick zu. Schlechter als dieser nutzlose Haufen kannst du dich nicht anstellen. Diebe haben eine antike Schriftrolle vom Vale gestohlen. Sie wollen verkaufen, was verborgen bleiben soll. Ein Geheimnis der 100 Visionen. Die pure Blasphemie. Ihre buschigen Augenbrauen bilden einen Bogen über ihrer Brille. Die Wachen haben einen von ihnen gefangen genommen, waren aber etwas überreifig bei Verhör. Sie konnten nur etwas von einem Bauernhof und der Straße nach Dürfurt aus ihm herausholen. Finde den Dieb, es ist mir gleichgültig, was du mit ihm machst, solange du die Schriftrolle zurückbringst. Vale belohnt den ausdauernden Suchenden und das tue auch ich. Eine antike Schriftrolle Vales, ein lohnender Preis. Ich meine, eine würdige Aufgabe. Was brauchst du noch? Ich habe Fragen zu der verschwundenen Schriftrolle. Dann frag, was du über die Diebe weißt. Was soll ich mit den Dieben tun? Sag mir, was du über die Diebe weißt. Sehr wenig, nur dass sie töricht waren, zu glauben, sie könnten den Gott der Geheimnisse bestehen. Und dass sie zu einem Bauernhaus fliehen wollten. Was soll ich mit den Dieben tun? Was dir beliebt, töte sie, raube sie aus, lasse sie in Frieden, mir ist es gleichgültig. Sie winkt ab und lächelt dunkel. Ich betrachte es als eines von Wales Geheimnissen.